Björn und Bucky ermitteln. Was ist das für ein Krach? Ah, das war bloß Falschalarm. Schirm mitgenommen? Nein, wozu denn? Ich habe meinen eigenen, doch hier bei mir. Oh, gerade stand er noch hier. Hier am Eingang. Sehr seltsam. Was du nicht sagst. Björn, mein Schirm ist auch verschwunden. Auf einmal war er weg. Sehr seltsam. Wirklich? Irgendjemand stiehlt einfach unsere Regenschirme. Und weißt du, was das bedeutet? Nein. Was denn? Dass die besten Detektive, nämlich wir, die Ermittlungen übernehmen müssen. Hallo, Franny. Unsere Schirme wurden geklaut. Ist deiner zufällig auch verschwunden? Nein, meiner ist hier. Schwindel uns nichts vor. Wir wissen alles. Echt alles? Okay, warum ist der Himmel blau? Hier stelle ich die Fragen. Wo warst du in der Nacht von gestern auf heute? Im Bett, geschlafen. Ah, ertappt. Gestehe. Wo sind die Schirme, Franny? Wo sind sie? Bucky, du machst alles falsch. Franny hat unsere Schirme doch nicht. Wir müssen zuerst einmal nach Spuren suchen. Exakt die Spuren! Der Regenschirm stand hier. Der Dieb nahm ihn heimlich an sich und verschwand. Wir suchen jetzt die Spuren. Küken, such! Die Spur, los! Sehr gut. Sieh mal, es waren zwei Diebe. Das verändert doch alles. Nein, sieh doch, sie waren zu dritt. Es waren vier. Es war eine richtige Diebesbande. Bucky, warte mal. Das sind doch Kükenspuren. Also, was wissen wir? Der Schirmdieb hat unsere Regenschirme gestohlen. Was noch? Es gibt keine Spuren. Darüber hinaus? Klar doch. Die gesuchten Schirmdiebe sind die Maulwürfe. Die Maulwürfe? Oh je! Und wie kriegen wir dann unsere Schirme zurück? Das ist ganz einfach. Wir können uns eine maulwurfschnappende Maschine bauen. Wir brauchen nur einen Köder. Einen Köder? Mhm. Aber wir haben keine Schirme mehr. Die sind alle weg. Ich habe doch noch einen. Ich glaube, jetzt schnappen wir uns den Dieb. Er kommt immer näher. Gleich. Na. Ja, oder? Etwas später. Fang ihn, Bucky. Fang ihn. Mach schon deine Maschine an. Das geht nicht. Meine Maschine fängt Maulwürfe. Keine Vögel. Sieh nur, er fliegt davon. Mir nach. Ihm nach. Bucky, der hat schon viel Vorsprung. Schnell. Mach, sonst fliegt er uns davon. Bucky. Er fliegt zum Waldrand. Schnell, bevor er sich versteckt. Björn, halt mich mal fest. Wo? Wo? An den Beinen. Hurra, getroffen! Oh, was für süße kleine Vögel. Süß oder nicht? Die sitzen in unseren Schirmen. Mach doch nichts. Ich lasse ihn meinen hier. Ich werde meinen auch hier lassen. Okay. Was soll's? Lassen wir ihnen die Schirme, wenn sie sie gebrauchen können. Eins ist auf jeden Fall sonnenklar. Der Fall Schirmdiebstahl ist aufgeklärt. Ein
wahrer Ninja. Hallo Björn. Ui, was ist denn mit deinem Bein los? Es klemmt ja hinter deinem Kopf. Das ist eine orientalische Gymnastik. Ich bin auf dem Weg, ein großer Meister zu werden. Und vielleicht sogar ein Ninja. Ninjas sind große Krieger aus alter Zeit. Sie können mit einem Schlag sogar Holzbretter zerbrechen. Wow, ich habe immer geträumt, ein alter großer Krieger zu werden. Vergiss die Brettchen. Ich werde jetzt mit einem Schlag diesen Baum zerbrechen. Ja! Oh, ja! Hey, Bucky, was ist denn hier los? Ist alles in Ordnung? Kann ich dir denn vielleicht irgendwie helfen? Ich wollte wie ein Ninja den Baum mit einem Schlag zerhacken. Es war höchstwahrscheinlich der falsche Baum. Natürlich. Man muss einfach die richtigen Bäume finden. Tja, den Pfeil kann ich nicht mit einem Schlag zerbrechen. Ein falscher Pfeil ist das. Den muss man korrigieren. Das geht nicht. Und das auch nicht. Das auch nicht. Hier ist sie. So, jetzt ist es besser. Eine ganz andere Sache. Ja, mit der Kettensäge werde ich der Super-Ninja. Erstmals der große alte Ninja Bucky aus alter Zeit. Mit seinen herausragenden Vorführungen da hinten im Wald. Guten Tag, Franny und Björn und unsere hochverehrten Freunde. Ich bin ein Ninja, ein einfacher Ninja aus alter Zeit. Jetzt werde ich euch meine Meisterübungen zeigen. Baum ist sehr groß. Vielleicht lieber nicht. Alles okay. Dieser Baum ist richtig. Bucky, was ist da los? Ich habe die Bäume wohl mehr als nötig angesägt. Form. Hey, Franny, und wann können wir Ziegelsteine zerschlagen? Weitermachen, Bucky. Weitermachen. Tor. Komm schon.
Schieß doch! Los, los! Los! Pfosten! Na, was ist denn? Los, aus! Du darfst, Franny. Komm ruhig zu mir in die Mannschaft. Ein Moment mal. Und warum ist Franny gerade in deiner Mannschaft? Das sind zwei gegen einen. Das ist unfair. Franny kommt in meine Mannschaft. Das sind aber immer noch zwei gegen einen. Das ändert nichts. Dann spielen wir, bis das erste Tor fällt. Wer gewinnt, der spielt zusammen mit Franny. Das geht. Dann los. Wozu brauchst du das Gewicht? Einfach so. Ich mache ein paar Übungen nach dem Spiel. Oh, wie geht das denn? Du hast gemogelt, Bucky. Du hast einen Magnet in den Ball gesteckt. Nicht absichtlich. Er ist von selbst dort reingekommen. Warte nur. Das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Björn, womit wollen wir spielen? Der Ball ist geplatzt. Das macht nichts. Ich besorge einen neuen. Küken, das war viel, viel zu früh. Also wirklich, Björn, es reicht. Was war das? Den Schwindel kenne ich, du. Den Ball werde ich sowieso verwandeln. Jungs, aber das ist doch überhaupt kein Fußballspiel mehr. Genau, Franny. Also, Björn. Wer den Ball am meisten springen lässt, der gewinnt. Einverstanden. Das ist unfair. Küken hat mich abgelenkt. Noch einmal. Nein, ich hab gewonnen. Also, Franny, du spielst jetzt mit mir. Entschuldigung, Björn. Das war aus Versehen. Ach, aber Franny, wir beide sind doch eine Mannschaft. Ich habe es verwechselt. Schon gut. Geh am besten ins Tor. Oh, Tor! Ha, 10-0. Bucky, willst du Franny vielleicht mal in deiner Mannschaft spielen lassen? Mir ist alles recht. Machen wir es so. Wer das nächste Spiel gewinnt, der lässt Franny in seiner Mannschaft spielen. Oder hast du Angst? Wer? Ich? Franny, du bist Schiedsrichter. Unsichtbare Bärchen. Hallo, Bucky. Hallo. Dein Roller quietscht ein bisschen.
Lass mich ihn reparieren. Aber mit dem Roller ist alles in Ordnung. Gut, wie du willst. Bucky, du solltest dich lieber waschen. Du bist ganz schmutzig. Wieder waschen? Ich hab mich doch gestern gewaschen. Ich hab das so satt. Da muss man irgendetwas erfinden, um sich nie mehr waschen zu müssen. Oh, das ist eine Idee. Na endlich, das ist es. Ich habe ein Sauberkeitselixier erfunden. Von jetzt ab werde ich nie mehr schmutzig sein. Perfekt! Der Schmutz ist verschwunden. Ich gieße das im Voraus raus und dann muss ich mich nie wieder waschen. Wir wollen Fangen spielen. Kommst du mit? Bucky, kommst du mit? Hallo, ihr beiden. Was ist das? Ich bin der Fänger. Das ist ein Gespenst. Schnell weg! Wir spielen Gespenster. Großartig. Ich krieg euch schon. Ich bin ein schreckliches Gespenst. Bist du das? Natürlich! Ich habe vorhin ein Sauberkeitselixier erfunden, damit der Schmutz unsichtbar wird. Aber leider hat es mich ganz und gar unsichtbar gemacht. Und kannst du jetzt auch ein Elixier machen, das dich wieder sichtbar werden lässt? Na klar doch! Franny, du bist ein Genie! Um ein Gegenelixier vorzubereiten, muss man alles in umgekehrten Reihenfolgen machen. Fertig! Tja, jetzt müssen wir nur noch 8 Stunden und 41 Minuten abwarten. Bucky, könntest du bitte nicht durch den Raum laufen? Du erschreckst uns immer wieder mit deiner Stimme. Bucky, lass mich dich bunt färben, damit wir dich sehen können. Einverstanden, los geht's. Bucky, nicht rumdrehen. Bleib noch die Nase. Hier und hier ein bisschen. Noch ein bisschen grün und hier noch nachmalen. Sehr schön. Großartig, Franny. Fertig. Und jetzt zieh dich an. Nun, wie sehe ich aus? Unverwechselbar. Ich bin nicht ganz überzeugt. Küken, was ist denn? Das bin doch ich, Bucky. Vorsichtig! Von Küken, es wird hier alles zerschlagen. Tut etwas! Küken, Küken, alles in Ordnung? Wo ist es denn? Ich kann es nicht mehr sehen. Hier ist es! Halt es fest! Los! Zerschlagen. Alles hin. Hey, Bucky! Mir ist etwas aus dieser Flasche über die Hand geflossen. Ich glaube, bei mir auch. Franny, spürst du das? Hey, Leute! Ihr seid verschwunden! Hallo, wo seid ihr denn? Oh. Bucky, du bist mir auf den Fuß getreten. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Na ja, ich sehe mich ja auch nicht. Was sollen wir denn jetzt tun? Bucky, haben wir noch eine Farbe übrig? Wie lange müssen wir noch warten? Das Gegenelixier wird genau in 8 Stunden und 27 Minuten fertig sein. Franny, warum habe ich eine grüne Nase? Bei mir ist sogar mehr als die Hälfte grün gemalt. Was soll ich denn machen, wenn grün die einzige Farbe ist, die wir übrig haben? Schon gut. Mal uns fertig an. Super, jetzt sind wir endlich wieder sichtbar geworden. Sichtbar und mit viel bunter Farbe verschmiert. Ich hab doch noch das Sauberkeitselixier. Ich bringe es sofort hierher. Nein, Bucky, lieber nicht. Ich will kein Elixier mehr. Bitte nicht. Wir benutzen jetzt Wasser und Seife. Seife? Aber die brennt doch in den Augen. Unbevölkerte Insel.
Vicky, wie konntest du nur vergessen, ein Steuer für das Boot zu machen? Das ist total okay. Wir brauchen kein Steuer. Es gibt ja Wind. Und wenn ein Sturm kommt? Oder Riffe? Der Himmel ist völlig klar. Keine Panik. Ah, Sturm! Wo kommt der denn plötzlich her? Wir müssen sofort umkehren. Umkehren! Wie soll ich das denn machen? Du wolltest ja kein Steuer einbauen. Eine Schildkröte! Und wo sind die anderen? Bucky, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Was ist passiert? Was passiert ist? Wir sind auf einer unbewohnten Insel gelandet. Das ist passiert. Auf einer echten unbewohnten Insel? Hilfe! Irgendwer! Rettet uns! Hilfe! Oh! Ich habe das Steuer gefunden. Was nützt das jetzt? Wir haben ja kein Boot mehr. Aber ich sehe unser Ufer. Hurra, schwimmen wir nach Hause. Wer zuletzt ankommt, ist ein Dummchen. Bucky, und wenn es hier Haifische gibt? Haifische? Halt, nein, die brauchen wir nicht. Also hier bleiben. Jungs, ich habe ein Fernrohr gefunden. Ich sehe Wasser. Viel Wasser. Aber da, ich sehe etwas Gestreiftes schwimmen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Oh. Das wird der große gestreifte Haifisch sein. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Schluss jetzt. Wir werden für immer auf dieser Insel bleiben müssen. Bucky, man wird uns bestimmt retten. Du wirst schon sehen. Du hast recht. Wir müssen ein großes Signalfeuer machen. Jemand wird dann den Rauch sehen und uns retten. Das habe ich in einem Film gesehen. Halt, sammelt alle Wrackteile. Ich weiß, was wir machen müssen. Aus den Resten baue ich ein Boot. Aber Bucky, wie baust du ein Boot ohne Werkzeuge? Das ist unwichtig. Ich schaff das. Guckt mir nach. Ach, das passt. Und das auch. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Und was ist das? Das können wir auch benutzen. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich werde ein Floß aus diesen Bäumen bauen. Genau. Das Floß habe ich gebaut. Es ist so klein. Wie werden wir alle darauf Platz haben? Aufgepasst! Na, was habe ich euch gesagt? Geschafft! Oh ja, ich bin so cool! Alle Mann an Bord! Volle Kraft! Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht sollten wir noch ein Schiff bauen. Das Ruder haben wir ja. Jungs, schaut doch mal, wie schön mein Schildi schwimmen kann. Er schwimmt? Das ist es. Er schwimmt. Hurra! Ja, wir sind gerettet. Vorwärts! Franny, Björn, Mira, juhu! Spazieren gehen und Spiele spielen bei schönem Wetter. Ja, juhu! Zaubertricks mit Auflösung. Hallo, Bucky. Was machst du? Ich repariere mein Erinnerungsgerät. Bucky, willst du einen Trick sehen? Mach schon.
Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 10 und ich werde sie erraten. Hab eine. Es ist die 1. Nein! Dann also die 2. Nein, keine 2. Hallo Jungs, was macht ihr? Du hast an die falsche Zahl gedacht. Dein Trick ist nur falsch und schlecht. Nein, alles ist richtig. Ich kann deine Gedanken erraten. Das nennt man Telepathie. Und weißt du den wievielten wir heute haben? Den 3. Du hast zumindest an den 3. gedacht. Falsch erraten. Nein, ich meinte auch das, was heute passieren wird. Ich weiß, was heute passieren wird. Im Norden lernt man uns, die Zukunft vorherzusagen. Ich sehe die Zukunft. Bucky, du reparierst die Zeit. Die Zeit? Meinst du mein Gerät? Aber klar, ich habe es schon heute Morgen repariert. Ich sehe 4. Du hast heute Morgen an eine 4 gedacht. An eine 4? Ja, heute Morgen so gegen 9 Uhr. Nein! Das habe ich doch gewusst. Aber jetzt kommt mein Haupttrick. Aber ich brauche etwas Zeit, um ihn vorzubereiten. Jetzt wird Bucky einen Gegenstand nehmen und ich werde ihn mit verbundenen Augen erraten. Ich sehe einen Aufhänger. Nein, das ist kein Aufhänger. Ich sehe einen Topf. Nein, es ist ein Stiefel. Ein Stiefel! Ja, es ist ein Stiefel! Großartig! Wie ist das nur möglich? Wie hast du das erraten? Telepathie. Nee, warte. Was habe ich jetzt? Ein Aufhänger? Ja, ganz sicher. Wer piepst da bei dir? Niemand. Das Küken ist nicht hier. Das bildest du dir ein. Aha! Das ist also ein Schwindel und keine Telepathie. Das Küken hat es dir vorgesagt. Na und? Versuch doch selbst mal Tricks zu zeigen. Kein Problem. Jungs, wisst ihr etwa nicht, was heute passieren wird? Doch, heute wird der Zauberkünstler Bucky der Große auftreten. Zum ersten Mal auf die Bühne kommt der Zauberer Bucky der Große. Bekannt auch als der Bescheidene. Und jetzt alle Achtung. Hokus Pokus. Hokus Pokus. Bravo, bravo, Zugabe. Wie hast du das gemacht? Bravo. Zeig's uns noch mal. Achtung. Hokus Pokus. Hokus Pokus. Das war gar keine Zauberei. Du hast uns betrogen. Wer sagt das? Jungs, ich möchte euch auch einen Trick zeigen. Du? Einen Trick? Na bitte, erstaune uns. Moment. Es geht gleich los. 3, 2, 1. Was ist das? Was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Bring uns das Licht zurück! Schon gut. Beruhigt euch. Habt ihr etwa nichts von der Sonnenfinsternis gehört? Wovon? Heute ist der Tag, an dem der Mond zwischen der Sonne und der Erde hindurchgeht und die Sonnenscheibe bedeckt. Hat man im Fernsehen gesagt. Na sowas, das wusste ich nicht. Bucky, heute Morgen, hast du an die 5 gedacht? Nein. Dann 7. Ja, die 7. Falsch, auch nicht. Pokus, Pokus. Überraschungsgäste. Jetzt fängt es gleich an.
stimmt was nicht. Etwas mit der Antenne. Ui, das ist aber ein netter Vogel da oben. Ja, nett vielleicht, aber er stört den Empfang. Mal sehen. Hey, du Vogel, komm her. Ui, ui. Bucky, geht's ihm denn auch gut? Ihm geht es gut, nur mir nicht. Du verstehst das einfach nicht. Der Vogel glaubt, dass unsere Antenne ein Baum ist. So ein Dummerchen. Die echten Bäume sind doch im Wald. Jetzt lebst du hier. Die Natur pur genießen, Lieder singen, frische Luft atmen. Hey, hey, wo gehst du hin? Er ist zurückgekehrt. Ihm gefällt unsere Antenne. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen einen Nistkasten bauen. Dann super Nistkasten mit Klimaanlage und Fahrstuhl. Wozu? Wozu braucht er einen modernen Super Nistkasten? Er braucht ganz einfach ein geräumiges Nest, verstehst du? Nein, einen Nistkasten. Er braucht ein Nest. Seid bloß vorsichtig da oben, Jungs. Siehst du, wie bequem und gut es hier oben im Baum ist? Hier, Vogel, das ist dein neues Haus. Es hat einen Fahrstuhl, eine Klimaanlage, Balkon, Kabelfernsehen, 4 Zimmer und einen Pool. Und das hier sind deine Essensvorräte. Der Kühlschrank. Alles natürliche Produkte. Fernsehen und Rundfunk. Der Blick aus dem Nest. Und Plastikfenster. Absolut sichere Bauweise. Für die Ewigkeit gebaut. Hey Jungs, unsere Antenne gefällt ihm wohl immer noch am besten. Gut, dann soll er eben da sitzen bleiben, wenn ihm unsere Antenne so gut gefällt. Bucky, schneller! Der Zeichentrickfilm fängt gleich an. Mach schnell an! Denn das Küken? Was ist das denn? Mensch! Ach, das ist der Grund. Sieht sehr danach aus, als müsstest du noch eine Antenne bauen.